Hallöchen, meine lieben Freunde. Jo, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ja, ich stelle euch ja jetzt hier so kostenlose Plugins vor und jetzt nehmen wir uns wieder ein Plugin vor. Diesmal wird es kein Instrument, sondern eher so ein Effekt. Die sind aber auch wichtig, finde ich. Also ich werde auch wahrscheinlich noch mehr Effekte dann vorstellen und so. Ja, und heute will ich euch einen Effekt vorstellen, der erstens kostenlos ist, wenn auch ihr euch anmelden müsst. Also ich, klar, diese Anmeldung ist auch nicht, also die Anmeldung ist schon kostenlos, ne? Aber manche sehen das vielleicht so, dass Anmelden dann auch schon nicht mehr kostenlos wäre. Da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ich sag mal so, für ein gutes Plugin sich mal irgendwo auf einer Webseite anzumelden, ist jetzt auch kein Ding, sage ich mal. Von dem her nenne ich dieses Plugin, was ich euch heute präsentieren möchte, auch als kostenlos, auch wenn das andere anders sehen vielleicht, ne? Und zwar geht es um Folgendes. Ich habe jetzt hier mal so ein Sample vorbereitet, dann das spiele ich jetzt einfach mal ab. Relativ kurz. So, ne? Und das ist jetzt zwar ein Stereo-Sample, aber ich sag mal so, wenn man jetzt zum Beispiel nur ein Mono-Sample hat oder so, oder vielleicht den Raum noch ein bisschen erweitern möchte von diesem Sound, ja, da kann man jetzt das Plugin nehmen, was ich euch heute vorstellen möchte. Und zwar ist es von Isotope Ozone Imager. Ich hoffe, ich werde es jetzt finden, hier in meinem Kauderwelsch. Da ist es. Und ja, das ist so ein Effekt-Plugin, wie gesagt, was so ein bisschen den Raum erweitert. Also man kann dann so ein bisschen aus Mono Stereo machen oder einfach den Sound so ein bisschen breiter machen, sozusagen. Das probieren wir mal aus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich... Ich mache jetzt mal hier... damit es nicht so schnell ist. Ich glaube, das ist ein bisschen zu schnell. Ich mache das mal auf 64 und dann muss ich das hier natürlich die Abspielrate, ich weiß nicht, muss ich die auf 0 machen oder auf 1? Nee, dann muss ich die auf 1 machen. So, damit es dann hier wieder passt, sozusagen. Obwohl es nicht ganz stimmt. Ich mache das einfach nochmal hier rein. So sollte es jetzt auf jeden Fall passen. Mal gucken, wie es sich jetzt anhört. Ich mache hier den Imager nochmal aus. Ja, so ist es besser. Und dann machen wir das mal an. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ich mache nochmal ein bisschen leiser hier. Und dann schiebe ich mal die Breite nach oben. Und ihr habt hier auf jeden Fall auch so ein visuelles Ergebnis, wo ihr so ein bisschen erkennt, wie der Sound sich verbreitet oder wo er jetzt ja, zu hören ist, sozusagen. Ihr könnt auch hier verschiedene Ansichten nehmen. Ihr könnt auch so eine Ansicht nehmen. Ihr könnt auch komplett Mono machen. Ist auch sehr interessant. Könnt ihr auch machen. Dann kommt aus den Seiten gar nichts mehr sozusagen, sondern nur straight von vorne. Ist vielleicht beim Mixen auch vielleicht hilfreich. Und umso mehr ich hier die Breite erhöhe, umso breiter wird auch der Sound dann sozusagen. Ja, ziemlich cool. Finde ich, ist auf jeden Fall auch ein Plugin, was nirgendwo fehlen sollte. Und hier habt ihr noch Stereo-Reis. Das könnt ihr auch noch einschalten und dann könnt ihr das sogar noch breiter machen. Aber weil das jetzt so schon ein Stereo-Sound ist, hört man da jetzt nicht so viel.
Und ihr könnt ja auch verschiedene Modis noch auswählen. Jo, das ist das Plugin, was ich euch zeigen wollte. Finde ich ziemlich cool. Ist jetzt nur ein Beispiel hier mit dem Piano und so. Muss man natürlich, ihr könnt es auch zum Beispiel auf einen Gesamtmix rauf tun, dass euer gesamter Titel sich verbreitert. Könnt ihr natürlich auch machen, ne? Und ja, also ich finde, das ist auf jeden Fall ein richtig cooles Plugin und damit könnt ihr auf jeden Fall eure Sounds ein bisschen verschönern noch. Und ich finde, das sollte in kein Equipment fehlen, sozusagen. Ja, und auch kostenlos. Wie gesagt, ihr müsst euch anmelden, ne? Aber wie gesagt, also für ein kostenloses Plugin sich mal irgendwo auf einer Webseite anmelden, ist jetzt auch kein Ding, ne? Finde ich zumindest. Ne? Und ihr habt es ja dann, ihr habt auch das Setup, ihr kriegt, glaube ich, auch eine Nummer, also so eine Serialnummer, das würde ich mir beides dann auf jeden Fall abspeichern, ne? Und dann braucht ihr euch da auch nicht mehr anmelden irgendwie, ne? Okay, Freunde, das soll es gewesen sein. Also ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen und ich hoffe, euch gefällt das Plugin auch. Also ich finde es auf jeden Fall richtig super nice und ja, darf auf jeden Fall nicht fehlen, finde ich. Okay. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde. Bis dann. Tschüss.